Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier bei guten Bedingungen an diesem Sonntag hier auf der Bachwiese und auch herzlich willkommen Sie, die Sie den Gottesdienst mitfeiern zu Hause an den Bildschirmen oder auch an den Telefonapparaten. Der heutige Sonntag ist der Israel-Sonntag. Er erinnert uns an die vielfältigen Verbindungen, die wir als christliche Gemeinde auch mit dem Volk Israel haben. Der erste Teil der Bibel, das sogenannte Alte Testament, ist ja auf Hebräisch geschrieben. Die Geschichte Gottes mit seinem Volk wird uns da vor Augen gestellt. Ohne diese Geschichte können wir nicht verstehen, wer Jesus Christus ist, wer Jesus Christus für uns, für alle Welt ist, seine Bedeutung. Wir haben die Psalmgebete gemeinsam. Manche Lieder, manche Melodien haben auch Eingang gefunden in unser Liederbuch oder in unsere Liederbücher. Wir werden heute auch im Gottesdienst Lieder singen, die so ein bisschen mit Israel verbunden sind, entweder durch Text oder Melodie. Und auch der Wochenspruch erinnert uns an die besondere Stellung von Israel. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat, aus Psalm 33. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam singen, singet fröhlich unserem Gott. Es ist ein Lied aus dem neuen Liederbuch, bei der Nummer 77, 1 bis 4, Sie haben den Text auf dem Liedblatt. Singet fröhlich unserem Gott. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es gibt einen neuen Wochenpsalm für diese Woche. Es gibt ja eine neue Perikopenordnung und da kommt dieser Psalm auch drin vor. Es ist der Psalm 122, der auch im neuen Liederbuch abgedruckt ist, bei der Nummer 918. Wir beten den ganzen Psalm gemeinsam. Ich freue mich über die, die mir sagten,
Lasset uns ziehen zum Hause des Herrn. Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll. Wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volke Israel, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen Throne zum Gericht, die Throne des Hauses David. Wünschet Jerusalem Frieden, es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern und Glück in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen, will ich dir Frieden wünschen. Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes, will ich dein Bestes suchen. Ihr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen. Unser Gott, wir wünschen Jerusalem Frieden. Diese Tage haben wir allerdings wieder von Kampfhandlungen gehört in und um Israel. Und das schreckt uns auf. Vieles in unserer Welt scheint durcheinander zu sein. Herr, wir bringen heute an diesem Morgen unsere Sorgen mit in den Gottesdienst. Zugleich haben wir auch bei uns das, was uns freut, was gut gelungen ist. Wir dürfen zu dir kommen, wie wir sind. Du bist für uns da. Danke, dass du uns nun hörst, wenn wir in der Stille vor dich kommen. Wir hören die Schriftlesung aus 2. Mose 19, die Ankunft am Sinai und es ist auch gleichzeitig der Predigttext. Im 3. Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügen und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Christus spricht, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ich lade Sie ein, dass wir gemeinsam das Lied 601, die Verse 1 bis 3, kommt herbei, singt dem Herrn zusammen, singt mit Maske bitte. Kommt herbei, liebt uns und wird uns befreit. Kommt herbei, singt und lernt
ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als Worte sagt ein Lied. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Er ist Gott, Gott für uns, er allein ist letzter Halt. Unsichtbar doch gegenwärtig, Höhen, Tiefen, sie sind sein. Unsichtbar doch gegenwärtig, Höhen, Tiefen, sie sind sein. Ja, er heißt Gott für uns, wir die Menschen, die er liebt. Ja, er heißt Gott für uns, wir die Menschen, die er liebt. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen. Darum können wir ihm folgen, können wir sein Wort verstehen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, manchmal kann es in Familien vorkommen, dass ein Kind Mamas Liebling ist oder vielleicht Papas Liebling, so nehmen das dann zumindest die Geschwister wahr und haben den Eindruck, da wird einer oder eines bevorzugt. Ob das dann wirklich so ist, das lassen wir mal dahingestellt sein. Das möchten Eltern ja von sich aus nicht. Aber es schafft Neid, es schafft Missgunst. Und in der Bibel wird uns das auch erzählt, in der Familie von Jakob, der seinen Sohn Josef ganz besonders bevorzugt hat, und das hat große Unruhe, hat viel Missgunst und Neid und auch Hass geschaffen unter den Brüdern. Es gibt es auch in der Schule, da ist eine Schülerin oder ein Schüler vielleicht Liebling von Lehrer X oder von Lehrerin Y. Und die anderen sagen, ja, der wird bevorzugt oder die bekommt bessere Noten. Und auch im Sport gibt es das, dass jemand ein Publikumsliebling ist und da wird der Erfolg nochmal besonders kräftig bejubelt, und wenn da ein Fehler passiert, dann sind die Zuschauer großzügiger als vielleicht bei anderen. Das schafft natürlich in einem Team dann auch so ein Klima der Missgunst und des Neides, kann es zumindest. Heute ist der Israel-Sonntag. Wir denken nach über das Volk Israel, und vielleicht könnte man auch sagen, Israel ist Mamas oder Papas Liebling, Gottes erwähltes Volk. Ihr seid mein Eigentum vor allen Völkern, sagt Jahwe, der lebendige Gott, so haben wir es im Predigtext eben gehört. Er hat sein Volk erwählt, aus Liebe erwählt, nicht weil sie besonders vorzeigbar oder besondere Leistung hätten oder Vorzüge. Die Liebe Gottes ist die Grundlage für diese Erwählung. Können wir so oder so drüber denken, das wird einfach mal so gesagt. Israel hat eine einzigartige Stellung, ein einzigartiges Bewusstsein auch. Wir sind Gottes erwähltes Volk. Das hat in der Geschichte natürlich immer wieder zu Neid und zu Hass geführt, verführt, können wir auch sagen. Das Volk wurde verfolgt, unterdrückt über viele Jahrhunderte, und ich denke, das ist auch die Wurzel des Antisemitismus heute noch, den es ja leider auch bei uns in Deutschland immer wieder gibt. Israel als erwähltes Volk, es hat eine einzigartige Stellung und auch eine einzigartige Herausforderung. Gott selbst legt, wie gesagt, diesen Grundstein, er wählt Abraham und er verspricht ihm, ich mache dich zum Volk, und er führt durch alle Wirrungen und Irrungen. Gott hält die menschliche Schwäche aus, ob es bei Abraham, Isaak, Jakob war oder auch später noch. Und er bewahrt wunderbar
vor dem Verhungern. Der abgeschobene Josef, dieser Lieblingssohn seines Vaters, der wurde ja dann verkauft und dann wurde er auf wunderbare Weise zum Krisenmanager in Ägypten und so konnte seine Familie überleben. Jahwe führt das Volk Israel durch Mose später wunderbar heraus aus Ägypten, wo Israel in der Zwischenzeit versklavt worden ist, wo es unterdrückt worden ist. Und er führt in die Freiheit. Und er bringt sie zum Berg Sinai, von dem haben wir gerade auch gehört, diesem Berg, diesem Ort der Begegnung. Mose begegnet Gott, er begegnet ihm, Jahwe, auf dem Berg und er hört seine Stimme und er empfängt die 10 Gebote, diese Grundlage für den Bund zwischen Jahwe und seinem Volk Israel. Es sind diese beiden ganz bestimmenden und besonderen Momente, die die Geschichte Israels im Rückblick dann immer geprägt haben und bis heute. Einmal gerettet aus Ägypten und dann zum anderen den Bund geschlossen mit dem lebendigen Gott. Und am Anfang dieses Bundes steht der Zuspruch Gottes, ich bin Jahwe, ich bin der Herr, ich bin der, der dich aus Ägypten geführt hat. Ich bin für dich da. Und dann kommt aber auch ein Anspruch aus diesem Bund, da heißt es nämlich, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, keine Bilder machen und sie anbeten, sollst nicht morden, keine Ehe zerstören und so weiter. Sie kennen die 10 Gebote. Das ist die Grundlage des Bundes, dieser Vertrag zwischen Jahwe und seinem Volk. Sie sollen seine Stimme hören und seinen Bund einhalten, ebenso wie er sich zuvor immer zuverlässig an seine Zusagen hält. Das ist der erste Teil der Bibel, das Alte Testament. Und Testament, dieses lateinische Wort bedeutet ja Bund, Vertrag. Und wer dieses Alte Testament anschaut, der erlebt ein dramatisches Auf und Ab. Manchmal dient Israel treu seinem Gott. Manchmal vergisst es ihn scheinbar total, geht eigene Wege. Typisch Mensch, könnten wir sagen. Bedauerlich. Aber Gott ist und bleibt typisch Gott, denn er steht treu zu seinem Vertrag und er gibt sein Volk nicht auf. Er verstößt es nicht und es ist so, dass es bis heute Israel sein Volk ist. Jahwe bleibt ihm treu. Als Christen können wir ganz ohne Neid uns darüber freuen, dass Israel ein einzigartiges Verhältnis hat zu Gott, zu Jahwe. Im Predigttext steckt aber noch ein weiterer Grund zur Freude und der betrifft uns jetzt näher. Da heißt es nämlich, die ganze Erde ist mein. Gott hat nicht nur Israel im Blick. Er sagt, Israel ist sein, aber Gott weitet den Blick und er hat Interesse an der ganzen Welt, an dir und an mir. Und ihm liegt die Verbindung zu uns am Herzen. Für mich als Christen steht fest, in seinem Sohn Jesus Christus ruft Gott alle Menschen zu sich. Gott lädt alle ein, er begegnet allen mit Liebe, mit Barmherzigkeit. Und davon berichtet uns das gesamte Neue Testament, der neue Bund, den Jesus mit seinen Jüngerinnen und Jüngern beim ersten Abendmahl geschlossen hat. Er gibt sein Leben für uns und schließt so den Bund mit uns. Wir dürfen es annehmen, wir dürfen in diesen Bund eintreten, im Glauben empfangen wir das und ihm dürfen wir vertrauen. Seine Liebe gilt uns. Wir dürfen sie annehmen, aber wir dürfen sie auch weitergeben, so wie es vorhin in dem Lied geheißen hat. Ganz praktisch im Alltag geschieht das, immer in der Verbindung mit unserem Herrn Jesus Christus, indem wir andere Menschen begleiten, die in unserer Nähe sind. Indem wir sie unterstützen, helfen, wo es nötig ist, indem wir Lasten mittragen und uns auch die Not der Welt zu eigen machen und versuchen, da zu helfen, wo es möglich ist. Lasten tragen. Apropos tragen, einen Gedanken des Predigttextes, den finde ich ganz besonders spannend und den möchte ich mit Ihnen zum Schluss noch gerne teilen. Gott ist nicht nur derjenige, der einen Bund stiftet mit seinem Volk Israel, und durch Jesus Christus mit allen, die ihm vertrauen. Der lebendige Gott ist auch, in Anführungszeichen, ein komischer Vogel.
Er sagt selbst von sich, ich habe euch mit Adlerflügeln getragen. Eine komische Vorstellung, dass ein Vogel einen anderen trägt. Es wurde aber vereinzelt schon beobachtet, tatsächlich, dass Adler ihre Jungen auffangen, wenn die im Flug keine Kraft mehr haben und sie dann phasenweise auf dem Rücken tragen. Da kommt dieses Bild her, wenn die Kräfte ausgehen. Nimm diesen Gedanken mit. Wenn deine Kräfte ausgehen auf dem Weg als Christin, als Christ, vertraue darauf, der lebendige Gott fängt dich auf wie eine Adlermama ihre Jungen und trägt dich. Amen. Nun lob mein Seel den Herrn. Wir singen den Choral bei der Nummer 289 im evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1, 2 und 5. Es ist ja eine Vertonung des Psalms 103. Seel den Herrn, was in mir ist, den Namen sein. Sein Wohltat tut er mehren, vergiss es nicht, o Herze mein, hat dir dein Sünd vergeben und heilt dein Schwachheit groß. Errett dein armes Leben, nimmt dich in seinen Schoß. Mit reichem Trost beschüttet, verjüngt dem Adler gleich. Der Herrschaft recht behütet, die Leiden in seinem Reich. Uns wissen lassen, sein herrlich Recht und sein Gericht, dazu sein Güt und Maßen, es mangelt an Erbarmung nicht, sein Zorn lässt er wohlfahren, straft nicht nach unserer Schuld. Wie Gnad tut er nicht sparen, den Schwachen ist er hold. Sein Güt ist hoch erhaben, ob den die fürchten ihn. So fern der Ost vom Abend ist unsere Sünd dahin. Sein Lob und Preis mit Ehren, Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, er wolle in uns mehren, was er aus Gnaden uns verheißt, dass wir ihm fest vertrauen, uns gründen ganz auf ihn. Von Herzen auf ihn bauen, das uns
drauf singen wir zur Stund. Amen, wir werden's erlangen, glauben wir von Herzensgrund. Lasst uns miteinander Fürbitte halten. Herr, du treuer Gott, wir bitten dich heute ganz besonders für Israel. Wir bitten dich, gib du Frieden und wehre allem Hass und aller Gewalt. Lass Vermittlungsversuche gelingen und gib denen Mut, die sich für Verständigung einsetzen. Herr, wir bitten dich für die Menschen, die von Bränden betroffen sind in verschiedenen Ländern, wie wir es durch die Medien mitbekommen. Steh du denen bei, die in Not sind. Stärke alle, die dir helfen, sei bei den Feuerwehren und den Hilfsorganisationen. Wir bitten dich für die Landwirte in den Gegenden, die mit großer Trockenheit zu kämpfen haben. Schenke du Regen, lass die Ernte nicht misslingen. Wir bitten dich für alle, die keine Kraft mehr haben in ihrem Alltag. Lass sie dir vertrauen und erfahren, dass du sie auf Adlerflügeln trägst. Gemeinsam beten wir mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Verschiedene Dinge möchte ich noch bekannt geben. Zum einen erstmal ganz herzliches Dankeschön dem Matthias Rohmer, der jetzt auch mit manchen Wirrungen der Technik heute Morgen kämpfen musste, dass er nicht nachgelassen hat. Vielen Dank auch für die Übertragung, die dann da möglich sein soll, und danke, dass du dran geblieben bist. Vielen Dank auch allen Bläserinnen und Bläsern unter der Leitung von Matthias Birkenmeier, die uns heute den Gottesdienst gestaltet haben. Und auch ganz besonders Dankeschön an unseren Ersatzmäßnerinnen, die Ersatz für den Ersatz heute ganz kurzfristig sind. Vielen Dank, dass ihr da diesen Einsatz gebracht habt. Die Kollekte des heutigen Israelsonntags erbitten wir für die Arbeit des Evangeliumsdienstes für Israel. Sie finden die Möglichkeiten zum Einwerfen des Opfers dann, wenn Sie nachher auf dieser Seite die Bachwiese verlassen. Wegen der Ferien findet aktuell kein Abendgebet statt, freitags. Wir laden herzlich ein zum nächsten Gottesdienst um 10 Uhr hier wieder auf der Bachwiese, nächsten Sonntag, wieder mit dem Posaunenchor. Herzliche Einladung. Und dann vorab der Hinweis zum 500-jährigen Jubiläum der Reutelsbacher Stiftskirche: im kommenden Jahr wird eine historische Monographie erscheinen, an der wird schon fleißig gearbeitet. Und diese Monographie soll die Baugeschichte und Bedeutung der Reutelsbacher Stiftskirche darstellen. Das Redaktionsteam sucht dafür noch alte Fotos, welche das kirchliche Leben bis einschließlich der 50er Jahre zeigt. Und da sind jetzt Sie gebeten, da nochmal zu schauen. Vielleicht haben Sie alte Fotoalben oder Möglichkeiten, da noch etwas aufzutreiben. Auch Bilder von Kirchgebäude, von besonderen geschichtlichen Ereignissen und von kirchlichen Kasual- und Gemeinschaftsfeiern sind gefragt. Außerdem werden noch Fotos gesucht, auf denen die Pfarrer des 20. Jahrhunderts dargestellt sind. Also aus neuerer Zeit gibt es vermutlich Bilder, aber aus der älteren Zeit. Schauen Sie da auch nochmal bitte nach. Die Fotos können Sie bis zum 30. August im Evangelischen Pfarrbüro in der Stiftstraße 23 abgeben. Die unversehrte Rückgabe wird garantiert. Das ist auch wichtig, dass Sie das wieder zurückbekommen. Mein Kollege Pfarrer Köpf hat noch bis zum 22. August Urlaub. Die Vertretung habe ich. Dann schließen wir in unsere Fürbitte mit ein. Am kommenden Samstag findet in der Vornsbacher Kirche die kirchliche Trauung von Tobias Graf und Marie-Jeanette Graf, geborene Anz, statt. Herr unser Gott, wir bitten dich für dieses Paar, dass du sie
segnest und behütest auf ihrem gemeinsamen Weg, dass du ihnen die Liebe zueinander immer wieder stärkst und erneuerst, dass du sie an deiner Hand führst durchs Leben und sie begleitest. Amen. Wir wünschen Frieden, Frieden für alle Welt. Das ist das Lied Hevenu Shalom Alechem. Wir singen auch wieder mit der Mund-Nasen-Bedeckung dann dieses Lied, und zwar die drei abgedruckten Versionen, einmal Hebräisch, dann Deutsch und dann noch einmal Hebräisch. Wir wünschen Frieden euch allen. Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom Alechem, Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Wir wünschen Frieden euch allen, wir wünschen Frieden euch allen. Wir wünschen Frieden euch allen. Wir wünschen Frieden, Frieden, Frieden aller Welt. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom Alechem. Hevenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Ihnen allen wünsche ich noch einen frohen und behüteten Sonntag. Empfangt den Segen unseres Gottes, der euch geleitet in diesen Sonntag und in die kommenden Tage. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.